So, wir kommen auch schon zum Video von Stefan und John. Die haben gestern ein Video hochgeladen. Ich konnte es gestern nicht schauen, weil ich gestern nicht gestreamt habe. Und ich freue mich drauf, weil die letzten Tage echt nie reingeschaut oder so gut wie nie. Also habt ihr auch nichts verpasst, Basti. Ich glaube, ich habe in keinem der letzten Rebroadcasts geguckt, weil ich auch viel gezockt habe. Und ja, das letzte Video war ja so ein Gaming-Video. Und das ist jetzt mal wieder so ein richtiger Vlog, Junge. 22 Minuten. Let's go. Hallo, hier sind Stefan und John. Und wir würden gerne das Video beginnen. Was? Wir haben nämlich so viele Videos von euch bekommen, dass wir die gar nicht mehr alle... Erkennt sich hier einer von euch? Ach ja, Leon, da bist du doch. Du meinst doch, du wirst... Ach ja, er meinte, er weiß noch nicht, ob er einschickt. Aber da ist er. Da ist er. Oben links bin ich. Noch am Gehen. Vor ein Video stellen können. Mace schreibt, da bin ich, hahaha. Und ich glaube es ihm einfach wirklich. Welcher davon bist du, Mace? Bitte sag es mir, bitte. Sag Reihe und Nummer. Safe Reihe 4B. Das ist eine Frau, glaube ich, Digga. Wüsstest du gerne? Ja, Digga, dann scheiß doch auf dich. Größeren Blog mit einem Teil eurer Begrüßungsvideos. Viel Spaß. Hallo, hiermit beginne ich euer Video. Vergesst auf jeden Fall nicht zu liken und zu abonnieren. Ich grüße auf jeden Fall noch Keki, den Schlegel und Pain. Yo, Stefan und... Ich habe schon gehofft, dass ich nicht der Keck bin, von dem er da geredet hat. John, ich hoffe, ich kann mal in eurem Video begegnen. Ihr seid besten, ihr seid einfach unbeschreiblich. Eure Videos sind sehr unterhaltsam, finde ich. Ich feiere alle eure Vlogs. Das hat noch niemand zu mir gesagt, Digga. Er hält ja ganzen... Das könnte ja ein Hörbuch sein, was der da aufnimmt. Guck mal, wie... Junge, what? Ihr seid einfach unbeschreiblich. Eure Videos sind sehr unterhaltsam, finde ich. Ich feiere alle eure Vlogs, alle eure Videos. Und was soll ich noch sagen? Ist perfekt geeignet für die Quarantäne und Corona-Zeit. Ich mag einfach eure Videos. Ich danke einfach, dass ihr solche Videos zur Verfügung stellt. Viel Glück. Wie süß kann man sein, Digga. Euer Turner. Hallo Stefan. Digga, wie süß kann man sein? Der hat einfach 30 Sekunden gefühlt geredet. John, ich gucke euch schon sehr lange. Darf ich euren nächsten Vlog beginnen? Grüße gehen raus an Jonas. Hallo Oha! Nice Pullover. Ach Digga, ich kann nicht skippen. Hallo Stefan und John, ich gucke euch schon sehr lange. Darf ich euren nächsten Vlog beginnen? Grüße gehen raus an Jonas. Hallo Stefan und John, ich feiere auf. Warum? Was so lustig? Das ist Tom? Das bist du, Tom? Er schreibt, hahaha, Kausk! Junge, hier im Chat immer am Aufräumen und da ist er! Nichts gesagt, Digga, voll der schäbige Pullover, meinte ich. Wer trägt sowas? Hast du in der Frauenabteilung geklaut? Wir gehen raus an Jonas. Hallo Stefan und John, ich feiere eure Videos sehr und würde mich freuen, wenn... Der AirPod Flex. Warum hat der AirPods und du nicht, Tom? ...ich euer Video beginnen dürfte. Viel Spaß mit dem Vlog. John, ich verfolge euch schon sehr lange und freue mich über jedes Video und grüße gehen raus an Pain. Pain. Hi Stefan. An Pain. John, ich würde sehr gerne euer neues Video beginnen, also viel Spaß euch allen im Video und liebe Grüße an Pain. Nicer Schmetterling, hat er sich da von alleine hingesetzt? Wir beginnen also, viel Spaß euch allen im Video und liebe Grüße an Pain. Hi Stefan und John. Wir wollten euer neues Video sehen. Oh shit, Digga, gibt's noch ein Live-Konzert oder was? Stefan und John, ich würde gerne euer neues Video beginnen. Und jetzt bleibt alle gesund und jetzt viel Spaß bei dem neuen Vlog. Kann ich euer nächstes Video beginnen? Würde mich sehr freuen. Ich bin großer... Das war ich mit 13, Digga, die Stimme. ...Fan von euch und schau gerade das Video, wo der John Geburtstag hat. Da haben wir dich doch, Mace, da haben wir dich doch. Und ich grüße meinen Freund Jakob und meinen besten Freund Ellie Law. Hallo Stefan. Ich dachte, er sagt Pain, Digga. Und meinen besten Freund Pain. Einfach gebastelt. Und John, ich würde gerne euer neues Video beginnen. Und ja, viel Spaß. Und es ist nett, wenn ihr mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeischaut. Zwei wilde Einhörner hier eingeblendet. Ja, na. Das finde ich aber schon wieder nicht so nice hier. Dreiste Werbung. Zwei Wilde, ein Hahne hört sich auch nicht nach dem allerbesten YouTube-Kanal an. Hallo Stefan und John, ich möchte gerne euren neuen Vlog beginnen. Stone Island. Und John, ich möchte gerne euren neuen Vlog beginnen. Ich grüße meine Mutter, meine Familie und meinen Freund Bendix. Grüß deine Mutter.
Überleg mal, deine Mutter guckt die Videos von Stefan und John und sieht dich da. Mit einer Gucci-Cap. Ich grüße meine Mutter, meine Familie und mein Freund Bendix. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euren neuen Vlog beginnen. Digga, was haben die alle für Klamotten? Ist das nicht auch voll die teure Marke? Ist D-Squared nicht auch die Marke, wo Icon so draufsteht? Junge, warte, WTF, was mache ich falsch? Viel Spaß mit dem Vlog. Ciao. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer nächstes Video beginnen. Ich hab die gleiche Brille wie ich, Digga. Moin, moin. Sehe ich dich auch viel besser. Grüße meinen Freund Len und Levin und wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Hallo Steffen und John, ich würde gerne euren nächsten Vlog beginnen und dabei grüße ich Jonas aka Payne. Hallo Steffen. Ehre. Oha, ey, was soll diese Eigenwerbung? Was soll das denn? Und John, ich möchte gerne euer nächstes Video beginnen. Hallo Steffen. Er hat einfach mein Instagram als Werbung gemacht. Oh Mann, Digga. Ich merke schon, es hat was gebracht. Oha. Das Video beginnt. Hallo Stefan, ich möchte gerade euer Vlog beginnen und ich grüße noch die Giraffe. Weiß nicht, wie der damals jetzt gemeint hat. Aber privet. Herzlich willkommen. Oha, einfach 3 Minuten Intros gewesen, Mann. Aber war nice. Let's go jetzt. Bei einem neuen Vlog und wie man sieht, gibt es wieder Post und ja, öffnen wir das erstmal. Es ist bisher das größte und schwerste Paket, das uns jemals erreicht hat. Ich bin wirklich mal gespannt. Es kommt aus Brühl. Ach, das haben die ja. Oh mein Gott, Digga, was wurde denn da geschickt? Ich will raten. Was wurde dem geschickt? Bücherkarton steht da schon drauf. Das sieht sich nicht so geil an. Was könnte man denen schicken, was schwer ist? Ich habe keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht. Neuen PC. Ich bin wirklich gespannt. Weil ich gar keine Ahnung habe, was das sein könnte. Und wir wissen, dass es ein Steine. Ist. Steine. Hier noch? Das ist der immer Tricks schickt. Digga, wie geil das wäre. Einfach einen kompletten Karton wieder voll Tricks. Wie in den anderen Openings. Der eine, der immer nur Tricks schickt und nichts anderes. Ein langer Brief. Den lesen wir uns durch. Darf ich die gleich platzen? Herrschaftszeiten. Oh. Junge, jetzt mal ernsthaft. Wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein? Wenn ich mir jetzt ein Postfach machen würde, dass man mir Sachen zuschicken kann. Niemals im Leben würde ich sowas bekommen. Mir würden die ganzen Leute wieder Scheiße schicken. Knossi, und dann würden so Feiergutenkarten kommen mit ich hab dir Scheiße geschickt und sonst was. Aber niemals im Leben. Einfach so, guck mal, dann würde ich gar nicht mehr einkaufen gehen, wenn ich einfach ein Postfach machen würde. Dann würde ich mal zum Postfach fahren, würde meine Sachen da abholen, bräuchte nie wieder einkaufen gehen durch euch. Was ist das denn alles? Ach, du Scheiße. Nee, nix Scheiße. Das kann... Ich glaube... Hat jemand seinen Süßigkeiten-Schrank ausgemistet. Die ganzen Sachen, die es von Oma an Weihnachten gab. Einmal rein. Da hat jemand ein ganzes Geschäft geplündert. Das können wir gar nicht alles zeigen. Was ist das? Hier. Ist die sauren, guck mal. Her damit. Oh, die sind geil. Ein Kölschbier. Pasta, Digga. Das ist ja schon. Oh mein Gott, das ist so crazy. Er zeigt diese Dinger und ich spüre einfach Säure in meinem Mund. Ich spüre einfach diesen sauren Geschmack in meinem Mund. Habe einfach Phantomgeschmack. Für John steht hier ein Malzbier. Und Neid, ja. Sehr coole Sachen. Also. Hey. Was kann ich sagen? Vielen, vielen Dank. Also ja, hier, ja. Ich glaube, wir haben jetzt. Und ganz wichtig, während der Corona-Zeit. Mhm. Aber immer schön die Hände sterilisieren. Ja, und Simone hinter der Kamera hat auch schon die Hand vom Mund. Also ich würde mal sagen, lieber die Hände vom Gesicht lassen. Simone, Angst, dass da jetzt was rauskam, hä? Ja, ich würde mal sagen, bevor wir hier aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Geht erstmal los mit dem Vlog. Genau. Dankeschön, aber. Nice, Digga. Da geht's einem einfach gut, wenn man ins Intro hört. Einfach gut.
Ah ja, alles klar. Beef. Das ist der Beef Jerky gewesen. Aber ein Popcorn Snack. Ja, ist das so Popcorn in Schokolade? Ich habe einmal diese von, wie heißt diese Marke von diesen Bonbons, auch Seltas oder so, Digga, da gab es so Popcorn in Karamell, das war so eklig. Er hat den Eimer Diabetes geschickt. Ah, Digga, über Diabetes möchte ich keine Witze machen, mein Opa hat Diabetes. Ganz lieben Dank, Sven, das ist ja der Hammer, was du... Und auch wenn er es nicht hätte, Digga, darüber macht man keine Witze. ...hier geschickt hast, also Wahnsinn. Und ja, also, du hast auch ganz toll geschrieben. Vertas, stimmt. Habe ich Seltas oder so gesagt? Seltas ist Wasser, glaube ich. Vertas, meinte ich. Die Lind-Artikel kommen aus dem Werk in Aachen. Dort hast du uns ein paar Artikel eingepackt, von den Klassikern bis Nice to Sweet You. Also ich werde schon, ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich da nur ran denke. Lind ist nämlich super lecker. Mhm. Dann... Was ist das denn? Weinland Haribo habe ich auch noch nie gesehen. Hans Riegel Bonn kenne ich als Haribo. Diese Leckereien kommen, wie der Name schon... Das wusste ich gar nicht, dass das Hans Riegel Bonn heißt. Ist die Abkürzung Haribo? Wusste das irgendjemand im Chat? Oh, Digga, habe ich noch nie gehört. Man sagt aus unserer alten Bundeshauptstadt Bonn... Ja, natürlich. War nur ich lost. Ja, Mao-Am gehört auch dazu. Mao-Am ist auch dabei. Mao-Am. Mao-Am heißt das. Monschauer. Natürlich heißt das Mao-Am. Was hat er gesagt? Mao-Am ist auch dabei. Mao-Am. Mao-Am. Nein, so wie sie es gesagt hat. Sie hat es richtig gesagt. Mao-Am heißt es. Nein, Mao-Am. Mao-Am heißt das. Das wurde auch damals, meine ich, so Mao, Ma, Bindestrich, O, Bindestrich, Am geschrieben sogar. Nicht Mao-Am. Sie hat's richtig gesagt, Digga, könnt mir nichts erzählen. John hat recht. Chat, wollen wir das jetzt wirklich... Ihr wisst doch, was beim letzten Mal passiert ist. Beim letzten Mal meintet ihr, Kinderjoy isst man so und so, da habe ich euch von einem anderen überzeugt. Okay, Digga. Mao-Am 2000... Warte mal, guck mal, hier ist... Warte mal, hier ist eine... Wie? Ein Rauschschlüssel. Wollt ihr Verlängerung? Nein! Wollt ihr Elfmeterschießen? Nein! Was wollt ihr denn? Alle wollen... Mao-Am! Mao-Am! Sochet! Was wollt ihr jetzt? Ihr seid einfach lost. Alle, die Mao-Am geschrieben haben oder so, die sind einfach nach dieser Werbung geboren worden und hatten keine Ahnung, Digga. Keine Ahnung. Fake schreiben die. Io. Alles klar. Davon gab es doch noch ganz viele andere Werbung. Ihr seid einfach lost. Simone, damit ist es bewiesen, du hattest recht. Warm heißt das. Monschauer Senf, der wird... Guck mal, wie er sich schlapp lacht, der unwissende John. Er denkt, er denkt, die labert wieder Scheiße. Hier irgendwo noch eingepackt sein, ist in deinen Augen der beste Senf. Weißt du, was Maiherzen sind? Ist in Familienbesitz, sowas finde ich immer sehr sympathisch. Und Biersenf gehört zu deinen persönlichen Favoriten. Ich bin sehr gespannt, wie es uns schmecken Biersenf. Wird. Ja, und Kölsch... ist nicht nur die einzige Sprache, die man auch trinken kann. Das finde ich sehr lustig. Es ist ein obergäriges Bier. Zeig mal die neueste Werbung. Jungs, wir hatten das doch jetzt geklärt. Meint ihr, die haben das jetzt geändert oder was? Die ist von 2016. Die alten mehr gefeiert. Ich glaube, hier wird nichts gesagt, oder? Mao-Am! Der ganze Spaß! Die Mao-Am. Hat er doch auch. Mao-Am! Der ganze. Mao-Am. Sagt er immer noch. Mao-Am. Nein, Digga. Mao-Am. Er hat es nur schneller gesagt, aber immer noch Mao-Am. Ach, Junge, wisst ihr was? Was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Ich kenne diese Werbung noch. Die kenne ich noch.
Wollt ihr Verlängerung? Nein! Wollt ihr Elfmeterschießen? Nein! Was wollt ihr denn? Na, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Was noch? Ein bisschen. Welcher Idiot macht so einen Scheiß? Das ist nicht lustig. Ey Mann, welcher Idiot! Mann, ich wollte den echten Clip sehen, so ein Scheiß. Ey Mann. Wie viele Werbung es davon gab. Wollt ihr Verlängerung? Wollt ihr Elfmeter schießen? Nein! Was wollt ihr denn? Mauern! 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 Ja, jetzt ist auch einfach geklärt, Digga, und das Thema ist vorbei. Wird bestimmt testen und sehr gespannt schon drauf sein, wie es ihm schmecken wird. Als Hamburg noch erste Liga war, gute Zeit. Ja, was hast du noch geschrieben? Ja, genau, Kölschgläser sind was ganz Besonderes. Für uns sind sie natürlich sehr klein. Und du hast geschrieben, böse Zungen sagen, es seien Reagenzgläser. Auch von mir ein ganz großes Dankeschön für diese erlesene Auswahl. Aber crazy, Mann. Respekt an den Typen, was er denen geschickt hat. Voll nice. Kölsch-Spezialitäten. Hier haben wir auch die eben erwähnten Reagenzgläser, die Kölschgläser. Finde ich sehr toll. Und hier ist sogar was für John dabei. Ein Sünner Malzbier. Werden wir alles erstmal kühlen und dann nach und nach genießen. Und dieses hier. Was ist das denn für ein Powerade? Das ist kein Powerade, das ist der Schnaps. Das heißt auch übrigens Powerade. War nicht? Ich sag schon mein Leben lang Powerade heißt es. Ich hab's auch noch falsch geschrieben. Powerade. Ja, das heißt doch Powerade, oder nicht? Ich hab doch Wi-Fi. Ich hab's so wie Raid Shadow Legends geschrieben, zu viel Werbung geguckt. Das heißt aber doch Powerade, oder nicht? Powerade. Ich meine, da ist nicht noch ein R, aber. Ich hab noch nie Powerade gehört. Dann würde man es mit einer 8 schreiben. Power und dann eine 8. Powerade. Du hast recht. Perfekt, ja. Das möchte ich häufiger hier in meinem Chat lesen. Ich habe noch niemanden gehört. Powerade habe ich noch nie gehört. John 1, Pain 0. Nein, Junge. Ich trinke das, seitdem ich denken kann. Ist das mein Elixier? Das Beste damals immer, das Weiße, beim Fußball immer getrunken. Das heißt Powerade und ich diskutiere nicht rum. Vorweg. Und nochmal eben hier, was ich ganz toll finde. Mir ist bewusst, dass man den einen oder anderen Artikel auch bei euch kaufen kann. Mir ist aber die Geste wichtig und es soll auch ein Zeichen dafür sein, dass ihr drei uns alle... Sieht ja voll edel aus, der Senf, der doch locker, was weiß ich, gekostet. Guck mal, wie der schon verpackt ist. ...unterhaltet, für Spaß und Stimmung sorgt und dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, da können wir auch nur sagen, ja, vielen Dank. Ja, wir haben uns zu bedanken. Ja. Das schöne Wetter ist verschwunden erstmal. Es ist ziemlich frisch geworden wieder in Bremen. Trotzdem sind wir draußen. Wo geht's hin? Ja... Saturn, denn wir haben was gehört, und zwar... Was? Und zwar, dass ab heute, oder weiß nicht, ob schon das gestern war, die Läden auch wieder ihre volle Verkaufsfläche geöffnet haben. Und ich brauche ganz dringend für unseren Drucker nämlich Tintenpatronen. Ich bin auch gespannt, ob die heute noch in ein Restaurant gehen. Ich brauche auch irgendwas. Ich brauche nichts, aber wenn ich was sehe, irgendwann Saturn, gibt da coole Playstation-Spiele, ja, dann beiß ich an. Ja, gehen wir mal los. Jo. Haben wir alles dabei? Achso, genau. Mundschutz. Ich liebe diese Sequenz einfach. Ich finde, das gehört auch zu einem guten Vlog, gehört das einfach dazu, diese Musiksequenzen und dann dieses Dahergehen. Aber ich muss immer daran denken, wie die. Ich stelle mir immer vor, wie ich da hinter den hergegangen wäre und wie das einfach ausgesehen hätte. Das ist immer so. Das ist so geil, dass auch Stefan einfach so schnurstracks nach vorne guckt, aber sich so filmt. So. So, seit 8 Wochen mal wieder Rolltreppe fahren endlich. Ja, das tut gut. Habe ich auch vermisst. Oh, hast du eine Tasche? Ja. Wofür ist das? Stylisch. Ja, da kommen die Sachen rein. Also man muss eine Tasche mitnehmen. Genau. Damit die Personenanzahl festgestellt werden kann. Dass immer nur bestimmte
Anzahl von Personen im Geschäft befindet. So, erstmal gehen wir hoch zu meinen Druckerpatronen, würde ich sagen. Oder, Johnny? Kann ich nicht über PlayStation bleiben? Nein, hoch. Mann. Hoch. Was? Einfach glotzen. Einfach alle Spiele anglotzen, auch wenn man die alles schon kennt. Einfach mal glotzen. So, der erste Einkauf seit vielen Wochen ist getätigt. Was ist das? Druckerpatronen. Das ist immer sauteuer, finde ich. Ich meine, bei uns halten die Dinger wirklich lange. Aber mal eben über 60 Euro für ein Komplettpaket. Ist schon ziemlich teuer. Und dann gab es noch ein paar Spiele. Ja, für mich The Walking Dead für dieses Spiel. Ich habe mir davon... Ja, seine Hand vor der Altersbegrenzung hat. Das ist doch safe ab 18, oder nicht? Ich habe schon Season 1, Season 2 und ein New Frontier gekauft. Aber ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Disc zu wechseln. Alles ist jetzt auf wieder drauf. Sehr smart. Und ich muss nichts machen. Und noch mehr, glaube ich. Da sind noch mehr Teile drauf, ja, als du hast, oder? Bonusinhalte. Ja. Na gut, 30 Euro. Und hier, ich habe mir... Für 20 Euro Assassin's Creed. Ach, das hat Stefan auch am Zocken. Creed geholt. So alte Teil. Da kommt jetzt bald ein neues raus, ne? Assassin's Creed Valhalla oder so? Hoffe, das wird ganz interessant. Teile von diesem Ixi oder wie er heißt. Ja, ich habe die Teile Valhalla. Früher selber gespielt. Hört sich geil an. Ja, ich kenne sie noch nicht. Woher kennt man Valhalla nochmal? Irgendwoher kenne ich das. Valhalla. Wikinger. In Vikings, oder? Ich hab Vikings nur die ersten beiden. Wieso Flying Uwe? Ich habe Vikings nur die ersten beiden Folgen geguckt. Wir haben sie auch noch nicht. Und daher, da ich jetzt noch viel Zeit haben werde, bei dem Mistwetter zu Hause, werde ich das mal ausprobieren. So, und jetzt geht's, würde ich sagen, nach Hause, oder? Ja, würde ich auch sagen. Oder irgendwas essen noch. Oh, wenn du was gibt's heute zum Mittagessen überhaupt? Der ihren Hast du was gelesen in der Küche, so. Was Simone für uns vorbereitet? Jojo, ich weiß, Chris. Was? Ohne, der Mac ist doch genau daneben an, ne? Komm, lass mal los. Wir gehen jetzt zum McDonald's, genau. Ja. Interessant. Und hier ist sie, die Horrornachricht. Bremen lockert Restaurants, Schulen, Geschäfte. Geht jetzt eigentlich der Wetter-Twitch, der Dingensie-Mode? Ja, Mann. Ja, ein Ehrenmann aus dem Chat hat ein Hops-Emote erstellt bei Franka-Faces. Das ist Stefan. Nice, dass das geht, Digga. Hops. Ihr müsst Hops schon groß schreiben mit einem großen H. Geht schon seit Montag. Ich hab's nicht ausprobiert. Schulen machen wir da auch bald. War doch mal Zeit. Muss ich echt mal sagen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Bildung kann man immer sehe gebrauchen. Sehe das nicht. Ja, du. Gib mal Ausrufezeichen BTTV ein. Du brauchst besser Twitch dafür, um das zu sehen. Das geht nur am PC. Ich glaube, oder auf dem Handy, auf dem Android-Handy gibt es auch eine App, womit ihr das sehen könnt. Aber ich empfehle euch sowieso, schaut die Streams am PC, wenn ihr könnt. Oder, ja, okay, wenn man keinen PC hat, dann ist das natürlich miese. Besonders, ne? Ja, und du hättest die brauchen sollen. Ja, was gibt's zum Thema Homeschooling noch zu sagen? Also wenn ihr keinen PC habt, dann schaut einfach Trimax oder so. Ich finde schon ziemlich schwierig für John, weil es ja auch mal neue Inhalte gibt, die sie noch nicht in der Schule durchsprechen konnten. Und die sind jetzt alle da. Wer muss es erklären? Erklären? Ja, mussten wohl meine Eltern übernehmen. Aber was ich geschafft habe, in zwei Tagen habe ich mich mal rangesetzt und dachte, komm, habe ich eine Gammelwoche, habe ich einfach in zwei Tagen die Aufgaben für die ganze Woche geschafft. Perfekt. Freuen wir uns also auf die Nachricht des Tages. So, da haben wir unser Mittagessen schon mal in schriftlicher Form. Der Rest kommt gleich raus. Ich habe mir einen schönen Signature. Ja, moin, Digga. Ich wollte gerade sagen, was gibt's zu essen? Und ich sehe da hinten schon, ja, das Mac ist es. Barbecue. Beef oder Bacon, wie der heißt, geholt und ein Big Mac? Ja, ich habe mir normalen Standard genommen. Einfach zwei Cheeseburger ohne Gurkenscheiben ist einfach und nicht zu teuer. Da wird man noch nicht satt. Wie es sich gehört, Mittagessen isst man natürlich zu Hause. Was kriegt Simone denn?
habe noch nie gesehen, dass man an einer Meckes-Tüte riecht und sagt, dass es gut riecht. Das riecht doch immer nur nach dieser Pappdüse. Etwas Nobel hier. Und wir machen es natürlich, wie die Allmann-Familie es eben macht. Yo, wir machen Zero. Es mit Tellern. Tüte riecht babamäßig. So, Sachen verteilen. Und ja, guten Appetit. Das ist eine echte Besonderheit. Simone ist gar nicht da. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich jetzt einen McDonald's-Burger auf einem Porzellanteller oder von einem Porzellanteller essen. Dank Corona alles. Guten. Und dazu... Hörst du nicht zu? Oh, hat er das gesagt? Was mit? Ja, mein Ding, habe ich nicht gehört. Bei der Arbeit ist Simone, oh. Auf McDonald's-Cola-Gläsern ein kühles Getränk. Ich schwöre, das fühle ich aber auch mit diesen McDonald's-Coca-Cola-Gläsern, ne? Bei meiner Mutter zu Hause, das glaube ich immer noch, der eine Schrank in der Küche ist voll mit diesen Coca-Cola-Gläsern, so ein Regal? So ein Fach halt oben, das oberste. Da sind noch ganz alte McDonald's-Gläser. Immer. Eine Ebene, Denk. Ja genau. So, Prost. Oh. Prost. Oh, da verschluckt er den ganzen Kram. Ja, 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 ja. So, wollen wir sehen, was uns Simone zugedacht hatte eigentlich zum Essen. Zum Frühstück, wie ich hier sehe oder lese, hätte es eine Knack und Back mit Schoko gegeben. Auch schon mal nicht schlecht, aber wir haben ja das Frühstück ausgelassen. Also Mittag. Wir müssen ja richtig lange gepennt haben, wenn Simone extra Zettel schreibt. Essen hätte Simone ihre Hamsterkauf-Vorratskammer geplündert, nämlich es hätte dann Raviolis gegeben. Na okay, hätte ich auch essen können. Ich mag Ravioli. Ja, ich mag die auch, aber ich kann die auch nicht so oft essen. Von daher bei McDonald's von John schon eine sehr gute Entscheidung, muss ich mal sagen. Ja. Gut, und das nächste Mal, wenn wir essen gehen, da haben wir uns nämlich schon einen Tisch bestellt in unserem Paulanas, wo wir immer hingehen, wo wir jetzt schon, glaube ich, 8 oder 10 Wochen oder noch länger nicht gewesen sind. Mhm. Mal sehen, wie das mal so abgeht, wenn am nächsten Montag von jetzt aus gesehen, wo wir gerade filmen, die Restaurants in Bremen wieder öffnen. Ja, vorgestern. Die Outdoor-Saison hat begonnen und passend dazu haben wir auch ein... Welcher Mensch? Ich hoffe, das steht nicht so, weil jemand so gespielt hat, das Tor. ...hat begonnen und passend dazu haben wir auch ein Zelt bekommen, das so um die 30 Kilo wiegt. Und als wenn das nicht schon reicht, habe ich auch irgendwie gerade ein bisschen was im Hals. Zum Glück ist kein Corona. Aber wir haben dazu auch noch 2 Schlafsäcke bekommen und eine Luftmatratze, die sich von selber aufbläst. Erstmal den Typen von eBay gefilmt. Und ja, dieses Zelt wiegt so viel. Ich frage mich, wie hat Stefan das überhaupt die Treppen hier hochbekommen? Wir wollen das nämlich jetzt auch gleich hier aufbauen. Wir haben ja genug Platz. Und ja, pennen tun wir heute nicht drin, glaube ich. Aber... ich kann mich ja schon mal drauf freuen und das ist auch um die 3 Meter hoch und ich bin gespannt. Ja, und da ist es wieder das typische Geräusch des Frühlings. Der Rasen wird gemäht erstmal, bevor wir das Zelt dann darauf aufbauen können. Warten wir also noch einen kleinen Augenblick. Aber das lassen wir machen. Ja, genau. Einfach den Arbeiter gefilmt. Einfach Stativ da aufgestellt. Der wusste, der kann sich heute keinen Fehler erlauben. Der muss heute ordentlich Rasen mähen. Ja, guck mal, der macht das aber nicht so ordentlich, hat er gesagt. Ein riesiges Ding, der sieht aus wie ein Tippi. Eine Stunde später, das Zelt ist aufgebaut. Wenn man das ein bisschen geübt hat, glaube ich, dann ist das auch nicht mehr... Ist das eigentlich... ich glaube, das ist nicht von denen. Habe ich zumindest noch nie gesehen, dass John das benutzt hat. Das ist einfach so ein riesiger Garten, der so für die ganze Häuserreihe da ist bestimmt.
so schwierig, dann braucht man dann vielleicht nur die Hälfte der Zeit. Das war ein bisschen doof, weil die Anleitung dieses Zeltaufbaus wie sehr... Wie riesig das ist, das kann ja WTF, da könnte ideal drin auftreten als Clown. Spärlich war, sag ich mal. Ich sag mal schon das alleine, würde ich sagen, wenn wir mal zelten fahren sollten. Ja, witzig, das haben wir zusammen kaum geschafft, aber erstmal nach der Arbeit ein Kakao. Das ist recht riesig. Tja, früher hat man aufgepumpt, heute gibt es Strom und man muss nur einen Knopf drücken. Vielleicht wisst ihr, was mein Opa jetzt sagen würde. Angenehmes Geräusch. Wie schnell das geht, oha. Ja, und wie immer gibt es eine Roomtour. Heute gibt es Strom. Also, bis jetzt haben wir eigentlich hier gar nicht so viel zu sagen, aber was halt cool ist, in diesem Zelt kannst du einfach, musst du nicht die ganze Zeit hocken, hier kannst du einfach aufrecht stehen. Und ja, das Einzige, was ich bis jetzt zeigen kann, ist das Bett, wo ich auch nochmal gleich Probe liegen werde. Ich war noch nicht drauf, bin gespannt, weil sonst bin ich nur auf so Luftmatratzen gepennt, die halt wirklich nur so waren oder so. Keine Ahnung, auf Übernachtungspartys und so. Hier haben wir vor, auch noch so eins zu machen, das müssen wir aber selber aufblasen. Also auf die altmodische Art macht es natürlich auch der Alte, der Stefan. Bitte? Ja. Ich träume wohl. Tust du nicht. Hier oben sind noch solche Fenster, die man irgendwie öffnen kann. Ich bleib jetzt lieber vorsichtig. Und hier sind auch noch so Luftlöcher. Ich glaube, das machen wir alles noch nicht auf. Ich habe ein bisschen Schiss, dass alles kaputt geht. Aber... Ja, Fenster boah. Drin da oben. Ah, das ist gemütlich. Das fühlt sich so ein bisschen an, keine Ahnung, als wenn man fliegt, aber noch so auf einer eigenen Ebene ist. Also das ist gemütlich. Ja, und Stefan... Ja, ist halt Luft drin. Man muss draußen bleiben, weil er seine Schuhe anhat. Genau. John ist high as fuck. Boah, das ist schon wieder so, das feiere ich einfach. Da steckt einfach Arbeit drin. Wir haben jetzt einfach... Für so eine geile Aufnahme, das sind 5 Sekunden im Video oder so, einfach die Drohne ausgepackt und haben nochmal so eine Aufnahme gemacht. Aber es bei denen echt, also man muss ja wirklich sagen, dass denen ihre Privatsphäre nicht so wichtig ist, wenn die irgendwann zu groß werden, weil die liegen ja schon krass ihre Adresse so. Das ist fertig. Da kommt nur schon niemand. Oh, die haben schon oft gesagt, dass da Leute kamen und nur geklingelt haben. Aber mal ehrlich so, ich glaube, die haben halt ein relativ reifes Publikum. Natürlich haben die auch viele junge Zuschauer, aber auch viele, glaube ich, so 30, 40-Jährige, die sich das reinziehen. Und kein 40-Jähriger denkt sich, boah, Alter, jetzt könnte ich erstmal herausfinden, wo die wohnen. Oder das kenne ich, da gehe ich jetzt hin. Aber klar, ein paar jüngere Zuschauer haben die auch schon gesagt, klingeln da einfach manchmal und rennen dann eh weg. Ja. Ganze Sache. Das hier muss hier durch. Ja, ich sehe schwarz. Ich nicht. Das geht schon. Schwarz? Das ist ein meist gefitzt, wenn Stefan jetzt schwarz gewesen ist. Kein Problem, sag ich doch. Kein Ding für einen King. Alles neu irgendwie, also wir freuen uns das erste Mal. Nein, es geht schon dem Ende zu. Essen gehen und... Ja, ich weiß auch nicht, schlechtes Gewissen, ja, nein. Ich glaube, man fühlt sich erstmal richtig unbeschwert wieder. Und ja, die Abstandsregeln werden hier eingehalten. Wenn man zur Toilette geht, muss man sich hübsch machen und sogar die Speise ein bisschen verkleiden. Und sogar die Speisekarte kann man mit einem QR-Code öffnen. Genau, da muss man nichts anfassen. Dann wird das hier einfach aufs Handy eingegeben und ja. John hat mir auch erstmal erklärt, wie das funktioniert. Ja, muss man heutzutage leider. Ja, könntest du mir auch mal was erklären. Und ja, jetzt habe ich aber erstmal durch. Oh, Real Talk, ich möchte mich jetzt echt nicht dumm anhören, aber ich weiß auch nicht, wie es mit dem QR-Code geht.
Musst du einfach die Kamera öffnen? Ja, ne? Aber du brauchst keine extra App dafür, oder? Ich glaube, du musst nur die Kamera öffnen. Gibt es eine App für? Einfach scannen? Nein? Ja, das ist auch einfach wieder. Da geht wieder Kuss raus an meinen Chat. Der eine schreibt ja, der andere schreibt nein. Der eine schreibt Kamera öffnen, der andere schreibt eine App. Perfekt, Freunde. Danke für nichts. Über die ja, neue Unbeschwertheit. Ich bin einfach schlau, genauso schlau wie vorher. Bei iPhone nur Kamera, okay. Also die Geräuschkulisse, die hier Android-App, iPhone-Kamera, alright. Die ist wirklich so, als wäre nie was gewesen. Es ist gleich wieder so, wie es immer gewesen ist. Und ich habe mir heute zum Essen etwas bestellt. Da ging aber Real Talk, wann scannt man auch einen QR-Code? Wann? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen QR-Code gescannt habe. Keine Ahnung. Davor geekelt. Solange wie ich denken kann, mochte ich nämlich keinen Spargel. Jeden Tag. Ja, und hier ist er. Im Puff. Ah, also hier mag ich ihn, weil er hier. Ja, WhatsApp Web, das stimmt. Und, aber das macht man doch im WhatsApp selbst, oder nicht? Ja. Wo ich Kind war, da hat man den Spargel auf eine Gabel gemacht und der hing runter wie zwei Zöpfe bei Pipi Langstrumpf, sag ich mal. So, was haben die anderen hier? Ich habe Lachs. Ich habe mal was genommen, was ich noch nie hatte, aber ich habe es schon mal bei jemand anders gesehen und fand es total appetitanregend. Und ja, ich lasse es mir aufschmecken. Und du? Hä, hey, ich habe es gar nicht gesehen. Chicken Nuggets mit Gummi. Ich habe was essen. Und da war ja doch was. An dieser Stelle beenden wir das Video. Was hat der da hinten denn, Digga? Ist das ein Bratapfel? So, mit meinem Mund. Deswegen kurze Pause. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen netten Kommentar da. Die bösen Kommentare verkneift ihr euch einfach. Ja, ja. So, ich würde am liebsten jetzt die Hand auf den Mund halten, geht aber nicht. Ne? Seien wir mal lieber vorsichtig. Spaß. An dieser Stelle. Achtet mal auf Simones Blick. Achtet mal auf Simones Blick. Achtet mal bitte auf Simones Blick, wie sie Stefan anguckt. Sie denkt sich, Junge, kann er jetzt nicht einfach mal ruhig sein? Kannst du die Kamera nicht schon mal ausmachen? Nicht, ne? Seien wir mal lieber vorsichtig. Spaß. Jetzt guck mal, jetzt guckt sie ihn an, denkt sich, oh, was kommt jetzt schon wieder? Und jetzt, oh, Stefan, was macht der da schon wieder? An dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Dieses Spaß. Geiles Essen. Uff.